Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WOTLK. Wir sind zurück und haben direkt hier angefangen, ihnen den Samen drauf zu geben, damit wir direkt... Das hört sich falsch an. Damit wir direkt hier loslegen können, bevor er wieder stirbt. Wir haben ja gerade auf Respawn gewartet in der letzten Folge. Er ist respawned, wir haben ihn getötet, wir haben die Quest auch fertig. Ich habe übrigens mittlerweile den Hochkommandanten gefunden. Wir haben hier noch, also wir haben noch zwei gesucht Quests. Einmal hier unten, mein alter Feind, und hier, also links und rechts, wo wir nochmal hin müssen. Zusätzlich werden wir jetzt dann gleich mal den Ruhestein nehmen und werden uns hier raus teleportieren. Und werden dann erstmal die ganzen Quests abgeben, die wir in der letzten Folge abgeschlossen haben. Bis auf zwei Quests sind es sind ein paar, die wir gleich abgeben können. Ja, ich freue mich aufs Lesen und auf die Folgequest. Wird spaßig. Gucken wir mal. Wir sind jetzt bei 70%. Ja, 70% bis zum nächsten Level, bis Level 74. Bisschen werden wir noch brauchen bis Level 74, aber ja, vielleicht in der Folge, vielleicht, wobei 30% in einer Folge ist sehr sportlich. Aber wir haben sehr viele Quests fertig. So, nicht unsere Mine. Leroy nimmt euch die Ausweise ab. Ich werde dir hier unseren Buchhalter geben und den Familien der Bergarbeiter die schlimmsten Neuigkeiten überbringen. Es gibt noch immer viel zu tun, wenn wir hier und letztendlich an der Pforte des Zorns die Oberhand gewinnen wollen. Lord Fortragon ist auf uns angewiesen. 20.000. So, dann haben wir ihn hier fertig. Zumindest musste der scharlachrote Ansturm dadurch einen Rückschlag erleiden. Was sie in ihren ruchlosen Plänen eine Zeit lang zurückwerfen wird. Ihr habt Wintergard einen großen Dienst erwiesen, Blade. So, wir kriegen hier Leder, Stoff, Latte. Tempowertung 30 Stärke, da haben wir bessere. Aber es ist auch das wertvollste, was es gibt. Seid vorsichtig. Ja, wir haben ein Problem. Meine Taschen sind brechend voll. Wir müssen erstmal schnell ein bisschen Zeug verkaufen. Ein bisschen Zeug verschicken auch tatsächlich an meinen Bankchar. So, hier. Wenn ihr zu viel Geld habt, Gold habt, gerne an den Bankchar. PP Gaming. Ich nehme es gerne. Ich brauche nämlich noch immer episches Fliegen. Ja, Richturteil kann auch erstmal weg. Was können wir noch verschicken? Das Ding kann weg. Das müllt mir müllt halt momentan viel Zeug einfach auch die Tasche zu. Das kann weg. Na gut. Reicht das mal. Das hier kann schon mal alles weggeschickt werden. Dann können wir gleich nochmal verkaufen. Ein bisschen was. 2226 Gold. Wir haben 1226 Gold gut gemacht. Mittlerweile. Auch nicht schlecht. Also gute Bilanz, muss man sagen. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Cool, Level 74. Das kann weg. Die weiß ich noch nicht. Das muss ich nochmal nachprüfen. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Das kann weg. Ja, die können weg. Best Items. 250 Gold. Also 1250 Gold mittlerweile. War nicht schlecht. Expedition Valianz wieder 250 Ruf bekommen. Ehre dem König. So, wir haben uns entschlossen, die hier zu nehmen. So, dann haben wir Kreuk Eidbrecher. Gut gemacht, Blade. Ich werde Illusia benachrichtigen, dass ein Held ihren Hilferuf gefolgt ist und sich der Herausforderung gestellt hat. Hier ist eure Belohnung. Platte ist hier. Hals mit Waffenkundewertung 14. 21, 26 Ausdauer. Unseres ist noch besser, aber nicht viel. Und Intelligenz, wir nehmen das mit 6 Gold. Das Licht sehen. Auch nochmal 25.000, 50.000 schon mal. Herz. Vielleicht ist dies der Moment, der Augenblick, an dem sich die Dinge gegen die Geißel wenden werden. Ihr habt euch als Held der Allianz erwiesen, zumindest in meinen Augen, Blade. Wenn ihr nun so freundlich seid, könntet und mir etwas Freiraum liest, ich werde etwas mehr Zeit benötigen, um dieses Erz zu untersuchen und Unreinheiten und Schwächen zu entfernen. Weiter an die Arbeit, Verbündeter. Ich werde mich bei euch melden, sobald ich ein neues habe. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein, mein Freund. Die Informationen, für die Schleicher sein Leben gelassen hat, werden Verwendung finden, um den Lichtkönig zu bezwingen. Ich verspreche euch, dass wir das in Ordnung bringen werden. Beweglichkeit, boah, Intelligenz, Trefferwertung, Zaubermacht. Nehmen wir auch das, was am meisten Kohle bringt. So, Kriegsmaschine der Geißel, verstehen. Wir müssen uns mit den Gedanken trösten, dass Schleichers Tod, wenn auch tragisch, dem Wohl aller gedient hat. Seine Entdeckung in Verbindung mit eurer Heldentat in der Mine und den von euch zurückgebrachten Proben bringen uns einen Schritt näher, die Kriegsmaschine der Geißel zu verstehen.
Bringt Viertelblitzpaket zu Oberkommandant Helford Würmpern. In ihm befindet sich eine Probe der seltsamen Erzes und meine Analyse. Alles Klärchen! Alles Klärchen! So. Bei 78%. Sehr schön. Es geht vorwärts. Hallo. So, Rettung für den Marktplatz. Helford spricht ein Gebet für die Verstorbenen. Ihr verrichtet das Licht des Lichtes Arbeit, Blade. Ich fürchte, dass unsere Arbeit gerade erst begonnen hat. Helford hält ein Dokument in die Höhe. Oh, wohlwollend. Expedition Valianz, wohlwollend. Sehr schön. Ah ne, Vorpostenallianz hat sich auf wohlwollend. Hier, Vorpostenallianz, wohlwollend mittlerweile. Nachdem die Geißel an der Südmauer durchgebrochen war, habe ich Dragona Tarkon befohlen, die örtliche Gruft zu untersuchen. Vor wenigen Augenblicken habe ich seinen Bericht erhalten. Die Untoten, die uns heimsuchen, kommen aus zwei Quellen. Die Uin von Wintergard, die nun eine Brutstätte der Geißel sind, und aus unserer eigenen Gruft. In all dem Chaos und der Verwirrung hat es die Geißel geschafft, einen Necrolord in die Gruft zu bekommen. In seiner Nachricht hat Turkon um Unterstützung. Ihr werdet ihn suchen und ihm helfen, Blade. Die Gruft befindet sich an der westlichen Grenze des Dorfplatzes. Man sieht dich. Was kann ich für euch tun? So. Helford öffnet das Paket und liest sich die Analyse durch. Ich bin weit davon entfernt, ein Wissenschaftler zu sein, Blade. Ihr müsst also ein pöbelhaftes Verständnis über das Geschriebene entschuldigen. Nun sollte ich zumindest die Intelligenz eines heranwachsenden Schuljungs besitzen. Dann lässt sich aus dieser Analyse schließen, dass wir noch rein gar nichts über die Kriegsmaschinen der Geißel wissen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Geißel dieses schmutzige Metall zur Herstellung ihrer Belagerungsmaschinen verwendet. Helford gibt einen langen Seufzer von sich. Für die Allianz. Yeah. Hallo. Vielleicht werden sie jetzt in Frieden ruhen können, da es ihr Geister nicht mehr verwehrt ist, zum Licht emporzusteigen. Meine Gedanken und Gebete gehen nun an Lord Fortragon und unsere Streitkräfte an der Pforte des Zorns. Wir müssen hier ausharren, auch wenn ihnen das vielleicht nur genug Zeit verschaffen wird, um den Lichtkönig zu besiegen. Wintergard darf nicht fallen. So, okay, hier nehmen wir auch das, was das hier am meisten Gold bringt. Euch die Sterne leiten. So, noch mehr Quests zum Abgeben. Gut gemacht, Blade. Wie vom Schicksal vorher bestimmt, werdet ihr uns durch diese schwarzen Zeiten führen. Jetzt beginnt die lange Reise. So, Zaubermacht, erhöht Tempowertung. Schmuckstück könnte man mal ausprobieren. Nehmen wir mal mit. Ich habe in der Kugel gesehen und sah den Pfad, den ihr gehen müsst, Blade. Vor vielen Jahren wurde ein Gräuel an den Küsten der Drachenöde begangen. Die Tat selbst verbleibt im Dunkeln. Doch ich bin sicher, dass euer Schicksal im Süden liegt, inmitten der Ruinen des vergessenen Strands. Nehmt die Straße nach Südosten über der verwüsteten Dorfplatz. Folgt dem Pfad, bis ihr die Dämmerkuppe erreicht. Dort werdet ihr einen meiner alten Freunde treffen. Orik Treuherz. Er wird euch erwarten. Oh, das ist geil. Das machen wir auf jeden Fall. Diese Vision ist mega cool. Das ist mit einer, ich glaube, mit einer Zwischensequenz sogar gemacht, das Ganze. Ich will jetzt nichts verraten, da erinnere ich mich sogar noch dran, wenn das ist, was ich denke. Da könnt ihr euch drauf freuen. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Findet Durkon. Wir rein einfach mal da durch. Ah, hier ist diese Gruft. Wie geht's? Was Durkon geht euch durch den Kopf? Ja, ja. So, wie sieht's aus? Wir sind bei 82%. Na, immerhin. Also, ich glaube, heute wird's nichts mehr mit Level, 74. Aber morgen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen ist Sonntag. Komme ich auch zum Spielen. Sollte klappen. So. Oh, Junge. Hier unten ist die Hölle los. Ich habe es beim letzten Mal kaum Leben herausgeschafft. Weshalb ich dann die Bitte an den Hochkommandanten gestellt habe. Durkon mustert euch von oben bis unten. Ihr habt diesen irren Blick in euren Augen. Mensch, glücklicherweise muss man irre sein, um das zu tun, was ich gleich von euch verlangen werde. Innerhalb der kalten Steinmauern dieser Gruft liegen die Gebeine der Adligen und der Würdenträger Nordends. Im Herzen dessen sitzt ein Necrolord und erweckt die Leichen als Diener der Geißel wieder. Ihr müsst es bis zum Ende der Gruft schaffen und den Necrolord am Marion töten.
Nur dann wird der Angriff aus dem Inneren der Gruft zum Erliegen kommen. Und Blade haltet Ausschau nach allen Informationen, die sich in den Raum verbergen, in dem Amorion haust. Bleibt auf dem Boden! Okay. Und da gibt's noch eine Quest. Und jetzt kriegen wir auch langsam mal aber was in Richtung, ja, der Geißel mit, beziehungsweise auch Richtung Arthas mit. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier bei der lustigen Aktion, die ich gerade gestartet habe, nicht auch noch Pops gehen. Aber ich glaube nicht, wir sollten das überleben, wenn wir hier voll geheilt reingehen. Ja, sollte passen. Das hier noch, Exorzismus drauf. Das drauf, das drauf. Ganz gut durchrennen. Und looten. Auch nur. Oh, hier, 22 Silber. Holla, die Waldfee. Gar nicht übel. So, einmal hochheilen, bitte. Ach, da ist er schon. Schatten von Helsan, dem Dämmerbringer. Das Schöne ist, da wir jetzt mittlerweile fast 12 Uhr haben, es ist zwar Samstag, aber wir haben fast 12 Uhr, ist natürlich weniger los und diese Gegner sind auch tötbar. Also da. Um die fleischgebundenen Kapitel dieser Folianten herum sind seltsame Symbole gekritzelt. Sowie Formen, die mit einer Klinge in die Seite gekratzt wurden, zu scheinen. Ihr habt keine Ahnung, Ihr habt keine Ahnung, was dort geschrieben steht, doch ihr seid euch sicher, das, was auch immer es sein mag, es wichtig ist. Übergebt den Folianten an Dragonar Turkon, welcher an der Oberseite. Ja. Und hier ist ein Abbild nur. Gut, das war ja mal einfach. Und schnell. So könnte jede Quest sein. Vor allem zwei Quests. Ja? Foliant? Ach, die wollen ihren Folianten wieder. Nö. Meins. Wenn wir jetzt, wenn wir es jetzt schaffen, die Angriffe, Alter, es ist zu spät, der Geißel vom Äußeren der Feste zu stoppen, schaffen wir es vielleicht, Hilfe zu Lord Fordragon an der Pforte des Zorns zu schicken. Ja. Waffenkunde Wertung um 18 erhöht. Ja. Nehmen das hier. So. Ein Foliant der Geißel? Welche Information dieses Buch auch bringt. Sie müssen von großer Bedeutung sein. Als ihr auf der Flucht wart, konnte ich das Heulen und Klagen durch die Gruft hallen hören. Der Oberkommandant muss darüber in Kenntnis gesetzt werden. Worum könnte es sich handeln, Blade? Es handelt sich bestimmt um keinen gewöhnlichen Fluch, den der verdammte Lich auf euch gelegt hat. Durkon blättert die entsetzlichen Seiten des Folianten durch. Ich weiß nicht einmal, ob ich es richtig herumhalte. Wir müssen herausfinden, welche Informationen dieser Foliant bringt. Durkon gibt euch das Buch. Der Oberkommandant wird wissen, was zu tun ist. Bringt ihm den fleischgebundenen Folianten und schildert ihm genau, was hier vorgefallen ist. Das Necronomicon haben wir gerade gefunden, meine Freunde. Ja, wir gehen erstmal zurück. Die Quest hier können wir ja nicht annehmen. Da unten hätten wir noch eine. Wir sind jetzt bei 84%. Hat uns schon gut nach vorne gebracht hier. Ja, hat uns gut nach vorne gebracht. So, bitte nicht folgen. Danke. Das Rätsel ist Folian. Elfords Augen öffnen sich weit. Das Schicksal lächelt heute auf uns herab, Blade. Ich kenne genau den richtigen, den man wegen dieses Folianten aufsuchen muss. Nehmt das Buch und folgt dem Pfad zur Kaserne. Nehmt in der Kaserne die Treppe hinunter zum Gefängnis. Dort werdet ihr Inquisitor Hallard und unsere Bürgermeister Gottfried finden. Ich glaube, dass Gottfried das fehlende Teil dieses Busses ist und dass Hallard genau das Richtige ist, um daraus ein vollständiges Bild zu machen. Geht. So, da oben ist die Kaserne, das wissen wir ja schon. Wir kennen uns ja mittlerweile hier drin aus, gell? Die Kaserne sind auch immer gleich. Und ein Gefängnis. So, hi. Hallo? Sah der schon immer so aus? Vor allem... Die Haare. Mega. Nein! Okay, wenn ihr es schafft, habt ihr Glück. Und ich habe jetzt einfach... Ich habe zweimal geklickt. Wenn ihr es schafft, haltet YouTube an und versucht das zu lesen. Ich würde es vielleicht selber so machen. Gottfried Guters, einst ein rechtschaffener Mann und Bürgermeister von Wintergarde, arbeitet nun für die Geißel. Seit der Verwandlung von Menschen zu einem untoten Ghoul kam langsam und mit der Zeit.
Nun hört er den Ruf des Lichtkönigs und lebt nur noch, um seinen Meister zu dienen. Doch wie alle Mitglieder der Geißel beherrscht Godfrey die Sprache des Todes. Und mit den richtigen Überredungskunst wird er uns erzählen, was wir über den Folianten wissen müssen. Kehrt zum Oberkommandanten an die Front zurück, sobald ihr gehört habt, was ihr hören sollt. Ich werde hier dementsprechend aufräumen. Schönen Tag auch. Oder? Redet zurück, Blade. Die Bestien können um sich schlagen und euch verletzen. Oder doch? Gottfried, hört mich, Scheusal, hört mich, denn ich bin das Licht. Hier, um euch vom Bösen zu erlösen. Das reimt sich auch noch. Gottfried knurrt. Gut, ich habe also eure Aufmerksamkeit, Gottfried. Es gibt zwei Möglichkeiten, das hier zu machen. Gottfried, zunächst werde ich euch einfach bitten, mir zu erzählen, was die unheilige Markierung bedeutet, die in die Seiten dieses Foliant eingegerbt sind. Was sagt ihr? Gottfried zischt. Ich sage gar nichts, Prediger. Es kann reden. Was könnt ihr schon mit mir machen, was Kel'Thuzad nicht schon längst getan hat, was der Lichtkönig nicht tun wird? Das Buch ist euer Erlösung, ja, aber nichts wird euch erlösen. Wisst ihr? Nichts, sage ich. Nichts. Dann also Option 2. Ich spreche nun ein Gebet für euch, verlorene Seele. Möge das Licht euch gnädig sein. Lass die Predigt beginnen. Die Macht des Lichtkönigs, was? Verblasst im Vergleich. Das Licht soll euch verzehren, Bestie. Es brennt. Die Macht des Lichtkönigs verblasst im Vergleich zum Glanz des Lichts. Macht, dass es aufhört. Macht, dass es aufhört. Der Schmerz ist unerträglich. Das Licht soll euch verzehren, Bestie. Ich wusste, ihr würdet das Licht sehen, Gottfried. Nun sagt schnell, Scheusal, was bedeutet es? Diese Dinger überlappen sich. Es spricht von den Kommandanten der Apokalypse. Wie die Welt brennen und nach dem Tod wiedergeboren wird. Unsinn, Gottfried. Haltet ihr mich für einen Narren? Speit eure Geißel-Propaganda nicht auf einen Mann des Lichts, Ungläubiger. Sprecht nun oder ich lasse die Bauern ein Bad mit heiligem Wasser vorbereiten und werde euch hineintunken wie ein flohzerfressenen Hund. Nein, ich erzähle euch nichts. Menschen unterhalb der Erde von Vindagarde habt ihr ein Mausoleum gebaut. Was glaubt ihr denn, warum Naxxramas diesen Ort angegriffen hat? Kel'Thuzad versteckt sich tief unten in eurer Gruft und schickt euch Tausende von Leichen entgegen. Ihr werdet zugrunde gehen. Was? Es gibt unter dem alten Dorf ein Mausoleum? Was waren wir für Narren, das nicht zu bemerken? Wir werden eure Herren finden und vernichten. Gottfried, wir werden diesen Albtraum ein Ende bereiten. Wie Menschen sind wirklich dumm, oder? Kel'Thuzad, der Dämmerbringer. Kel'Thuzad des Lichts. Kel'Thuzad, nichts auffallen. Was? Moment. Gott. Er, der aus meinem menschlichen Fleisch und Knochen ist, gab alles für Macht, beschützt durch den Lichtkönig. Das ist zu viel Text. Überbringt, ja. Moment, ich versuche mal nachzulesen. Alter, ist das viel Text. Moment, hier. Ihr könnt Kel'Thuzad nicht aufhalten. Er ist der Träger der dunklen Gabe, die ihm vom Lichtkönig selbst übergeben wurde. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir das Monster töten können, Gottfried. Überbringt Hellfor die Informationen, die der gute Bürgermeister freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, Blade. Ich werde das hier zu Ende bringen und alles aus diesem Scheusal herauspressen, was er noch über Kel'Thuzad weiß. Und nun werde ich Gottfried die seltenen genutzte Option 3 demonstrieren. Lasst uns doch über ein paar Dinge plaudern, Gottfried. Okay. Das ist... Okay. Es ist zu schnell, zu viel Text. Und ich habe schon schnell gelesen. So. Dann haben wir hier erstmal das zu übergeben. Kann ich euch Aber helfen? So kriegen wir jetzt die Story auch mit, wieso überhaupt Naxxramas hier beispielsweise ist und was das alles soll. Wir hätten über das verfluchte Mausoleum Bescheid wissen sollen. Das ist absurd. Herzog August Feindhammer und Ambo Umkesh werden zur Vorbereitung des nächsten Angriffs an die Front geschickt werden. Sobald ihr die Minen geräumt habt, werde ich euch zu Feindhammer schicken, sodass wir mit unserem Angriff auf die Geisel von Naxxramas beginnen können.
Die bisher von euch gesammelten Informationen werden von unseren fähigsten Greifen zu Lord Fortragon an die Pforte des Zorns gebracht werden. Ein Ring, Ausdauer, kritische Rüstung, ja, nö, brauchen wir nicht. Hinein ins Feingebiet. Ihr habt viel zu unserem Kampf gegen die Geißel beigetragen, Blade. Tatsächlich steigt die Moral derjenigen, die mit euch in Berührung gekommen sind, rasant an. Solch einen Einfluss habt ihr auf die Soldaten und Bewohner von Wintergard Verbündete. Und es ist euch zu verdanken, dass wir nun darauf vorbereitet sind, in die Offensive zu gehen. Ihr sollt euch bei Herzog Aus Feinhammer melden. Er befindet sich auf der anderen Seite der Aasfelder bei Thorsten Posten, östlich von hier. Greifenkommandant Ulrich an der Greifenstation hat einen speziellen Greifen bereitgestellt, der euch hinter die feindlichen Linien absetzen wird. Geht jetzt. Okay, hinein ins Feindgebiet. Ja, warum nicht? Das Licht sei mit euch. Hier. Seid gegrüßt. Nee. Seid vorsichtig. Ah. Haltet den Kopf unten und achtet auf Frostwirbel. Ja. Das müsste der hier sein. Wahrscheinlich den Greif, den wir nehmen müssen, um nach da hinten zu kommen. Gucken wir mal. Wenn wir heute noch ankommen, ist schön. So, wir sind bei 86% immerhin. Da ist ein Frostwurm. Aber der Chef Frostwurm sitzt ja eh noch in der Axramas fest. Jetzt kriegen wir hier die Dampfpanzer. Geil. Mit denen werden wir in Ulduar noch ganz viel zu tun haben. Das hier ist eure Station. Sichere Landung. Danke. So, jetzt dürfen wir zum Dampfpanzer noch ein bisschen durch die Gegend. Es ist spät. Ich will ins Bett. Hallo. Der namhafte Held ist angekommen. Willkommen im Zentrum des Geschehens, Blade. Erlaubt mir, euch auf den neuesten Stand zu bringen. Telsans stärkste Truppen haben sich bis ins Mausoleum von Wintergarde durchgekämpft. Sie erkunden seine Tiefen auf der Suche nach Leichen und Seen, um sie auf Wintergarde zu hetzen. Während Axramas schreckliche Seuchenmaschine der Geißel auf uns niederprasseln lässt, um uns in Schach zu halten. Wir müssen jetzt zuschlagen und darauf hoffen, dass Lord Fortragon bei den Zornpfosten noch etwas länger durchhalten kann. Das müsste übrigens hier sein, glaube ich, die Zornpfosten. Das hier sollte das sein. Ja, das müsste, glaube ich, hier oben sein, dieser... können wir noch was gefragt machen. Die Vision dreht sich nur um eins. Suchen und vernichten. Er werde mit einem Panzer in die Aasfelder fahren und die Seuchenwagen in ihre Einzelteile zerlegen. Der Panzer wird von 3 Soldaten der 7. Legion begleitet, die alle überleben müssen, wenn die Mission erfolgreich sein soll. Ihr werdet nah an einen Seuchenwagen heranfahren müssen, um eure Ingenieure einzusetzen. Sobald es keine Seuchenwagen auf dem Feld mehr gibt, bewegt euch in Richtung des Mausoleums, das sich vor der zerstörten Festung befindet, und setzt den Rest eures Trupps ab. Trefft euch im Inneren des Mausoleums mit Ambo Ungsch. Bleibt sauber. Okidoki. Fokussierender Angriff, Panzer in einfrieren. Okay, Begleiter, Ingenieure. Okay. Warte mal, hier, oder? Heil mir die üblen Kerle vom Leib. Ja, gerne. Ah, cool. Wir bauen das hier um. Was sollte es sein? 1 von 6. Okay. Also wir brauchen ein paar mehr von den Dingern. So, das sollte 3 sein. Ablenkzeit. Ist hier einer abgesetzt worden? Nee. Doch. Ach, das ist kein Seuchenkatapult. Das ist aber ein Seuchenwagen. Geht das hier nicht? Okay. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. So. Hier ging's. Ja. Er hier.
Ach, guck mal, die schießen auch von oben, okay. Drei von sechs. So, nächster Seuchenwagen. Das ist kein Seuchenwagen, deswegen geht's auch nicht. So, 4, 5. 4. Ja, ich glaube, das kannst du immer nur einzeln machen. Ich glaube, es geht nicht, weil ich zwei auf einmal mache. Deswegen geht's, glaube ich, nicht. Du musst das einzeln machen. Okay, wo muss man dann hin? Da unten. Elite-Soldat, was? Da hinten. Okay, Lebenspunkte haben wir noch ganz viele. So, 5 von 6. Hast noch so einen Zeugenwagen. So, und das Mausoleum ist da irgendwo, oder wie? Oh Gott. Ah! wir hängen fest. Cool. Ich hab's geschafft, mich hier festzubacken. Nett. Ich hoffe, dass... Wir hängen fest. Ah, okay. Wir kommen wieder raus. Sehr hübsch. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen... Elite-Soldat der 7. Legion abgesetzt. Aber... Das... Ah, hier. Ah, okay. Auf 4. Guti, guti. Quest. Unten drin? Unten drin. Ah ja. Was kann ich für euch tun? So, wieso ich keine Hosen trage? Okay. Ist nicht wichtig, sagen wir einfach mal, dass mich ein Schrapnell der Geister am falschen Ort getroffen hat und belassen wir es dabei, in Ordnung? Du hast also die Seuchenwagen auf den Feldern alle gemacht und meine Soldaten in einem Stück hierher abgeliefert. Beeindruckend. Du bist einer der Ersten, der es bisher geschafft hat, Kumpel. Schade nur, dass du gleich wieder raus auf die Aasfelder musst. Ja, genau. Wir hatten sowas wie einen kleinen Rückschlag. Wir nehmen... Eigentlich egal. Wir nehmen den hier. Der Munitionsabwurf ist schlecht gelaufen, mein Freund. Die Munitionslieferung aus Westwache wurde von der Frostwurm abgefangen, die über uns kreisen. Die Flugmaschinen wurden innerhalb von Sekunden auseinandergerissen und ihre Ladung in alle Winde verstreut. Der Großteil liegt noch immer auf den Aasfeldern herum. Ich möchte, dass ihr wieder dorthin geht und die Munitionskisten bergt, die überall in dieser verdammten Gegend verstreut liegen. Beeilt euch! Ohne Gewehr und Munition wird diese Offensive nicht ins Rollen kommen. Ja, hier, überall. Achso, du darfst dann hier noch rein in die... Du darfst die nur abschießen, das weiß ich noch. Du kannst dann hier die Dinger steuern und kannst dann schießen. Aber das kommt erst später. So, 0:11 Uhr. Boah, ich will aber bald ins Bett. Wir sind jetzt bei... Ja, schaffen wir nicht mehr. 88% erst. Aber wir können hier diese Munitionskiste... Sind das nicht die hier? Ah, da. Eins sammeln. Wie viel brauchen wir davon? 20. Ach, geht ja noch. Gerne wird dreistellig gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. So, im Idealfall natürlich die, die gerade frei sind, dass wir niemanden töten müssen oder nichts töten müssen. Wobei das nicht ganz aufgehen wird. Sag ich doch. Nee. Wieso Frost? Warum? Ah, da hinten. Wir laufen einfach mal. Wir können das Zeug aufnehmen, die Ablenkzeit ist, oder das, es geht recht schnell, das aufnehmen. Deswegen können wir das einfach so machen. So, 5 von 8 haben wir schon mal. Wir gucken mal, ein paar Minuten mache ich noch, aber dann lege ich mich tatsächlich heute ins Bett. Ich kann nicht mehr. Es ist echt anstrengend, so lange zu questen. Also, Chapeau an die Leute, die 30 Stunden lang durchgezogen haben, um ihr Charakter hochzuleveln. Aber, nee. Nee. Mal abgesehen davon, dass wenn ich jetzt beispielsweise zum 800. Mal Burg Utgard gelaufen wäre, nein. Nein, danke.
So, hallo. Gerade rechtzeitig. Einige meiner Soldaten waren ein wenig übereifrig und beschlossen, die Krypten direkt im Osten und Westen aufzusuchen. Natürlich wurden sie sehr schnell von dieser hirnlosen Ghule überwältigt. Wir müssen die Überlebenden retten. Wir haben gleich im Osten und Westen Kettenkanonen und Barrikaden aufgestellt. Unsere verletzten Soldaten verstecken sich in beiden Seiten und versuchen ihr Bestes, um die hirnlosen Ghule nicht auf sich aufmerksam zu machen. Da wir nun Munition haben, möchte ich, dass du dich an eine der Maschinenkanonen setzt und einen Durchgang für unsere Soldaten freischießt. Ruf einen Soldaten aus seinem Versteck, sobald du bereit bist, und halte ihm die Geißel mit schwerem Feuer vom Leib. Los, beweg. Man sieht sich. Okay, machen wir schnell mal. So. Okay, wie viel brauchen wir davon? 8, 10, 100. 8. Ernsthaft? Oh, das ist cool. Du kannst ja einfach... Die haben auch nicht viel Lebenspunkte, aber das ist schon... Das ist ein Tontaubenschießen. Wir machen mal die Namensplaketten weg, dann ist es um einiges netter. So, nächster. 3 von 8. Aber wieso hier auch wieder 8 Stück natürlich? Was auch sonst. Da hinten ist eigentlich am schwersten. Aber wo läuft der denn hin? Okay, den haben wir auch. Das sind immer auch die Ablenkzeit. So, 4, oder? Ne, 5. Immerhin. Lass ihn in Ruhe! Für Azeroth! Na komm, lauf doch. Mehr beschützen geht ja gar nicht. So, 7 oder einer noch. Er dürfte der letzte gleich sein. Schön, dass die Namensplaketten wieder angehen. Danke für nichts. So, das müsste es gewesen sein, oder? 8. Einwandfrei. Holla. Okay, wie soll man das bekommen? Man weiß es nicht. Blade, seit Celitus habe ich nicht mehr solche Heldentaten gesehen. Ich bin mir sicher, dass jeder einzelne dieser Soldaten zu Lord Fadragon gehen und dich für eine Beförderung vorschlagen wird. Nun aber zu dringlichen Angelegenheiten. Wir haben Rückmeldung von unseren Speeren erhalten, dass Telsan in der Nähe ist. Es kursiert das Gerücht, dass Telsan und seine Diener einen Tunnel freigelegt haben sollen, den einst die Geißel gegraben haben soll und der die Balsamierungskammer des Mausoleums mit den großen Krypten verbindet. Vor kurzem erst schickte ich meinen besten Schurken Ramspart aus, um nach Antworten zu suchen. Ich warte noch immer auf seine Antwort. Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass er es nicht geschafft hat. Ich möchte also, dass du diese Stufen hinabsteigst, zur Balsamierungskammer vordringst und dort nach Ramspart suchst. Tot oder lebendig, es wird Antworten haben. Er wird Antworten haben. Was kann ich für euch tun? Am Ende der Treppe liegt das Tor zur Welt der Verdammten. Diener der Geißel, wohin das Auge nur blickt. Und mit jeder Sekunde werden es mehr. Laut den wenigen Informationen, die wir über den Ort sammeln konnten, sind 2 Necrolords wie wild damit beschäftigt, alle Toten in den ersten beiden Krypten unter uns Dienern der Geißel zu verwandeln. Doch bevor wir die innere Kammer durchbrechen und zu Telsan gelangen können, werden wir uns um die beiden Witzbolde und ihre Spielsgesellen aus Nasramas kümmern müssen. Steigt hinab ins Mausoleum, dort werdet ihr Necrolords Schreckenswachen und Schemen vorfinden. Schaltet sie aus. Mögen eure Reisen sicher sein. Okidoki. Bevor wir das jetzt machen... Cool, jetzt sieht man den Nasramas-Versammlungsstein. Okay. Bevor wir das machen werden,
werden wir uns jetzt zurück teleportieren. Wir sind bei 91%, es fehlen nur noch 9%. Wir teleportieren uns, glaube ich, hier ins Gasthaus. Ja. Und Würmutermelde haben auch noch eine Quest zum Abgeben. Die eine, aber ist egal. Ich werde jetzt hier den Ruhebonus mitnehmen. Wir haben bei der Fraktion Expedition Allianz nochmal 385 Ruf bekommen gerade. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hau mich jetzt ins Bett. Wir machen morgen dann an der Stelle weiter. Morgen dann endlich Level 74, dann auch nach Dalaran wahrscheinlich. Und dann geht's so weiter und so weiter und so fort. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ciao, ciao, macht es gut. Bis zur nächsten Folge.